Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht hier schon einen riesen Lautsprecher vor mir stehen. Es ist aber nicht nur ein Lautsprecher, sondern Tonor hat mir ihr Karaoke-Lautsprecher K20 zugeschickt. Der Name sagt jetzt nicht so viel aus. Mir wurde vorab gesagt, es ist ein Bluetooth-Lautsprecher, willst du den mal testen? Und ich habe gesagt, ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hier jetzt auch in meinem neuen Studio übrigens, wer sehen will, wie das Studio entstanden ist. Ich habe zwei Vlogs online auf meinem Kanal, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung oder hier irgendwo oben beim i. Da schaut doch gerne mal nach. Es kommen noch weitere Vlog-Videos und auch noch, was hier sich alles getan hat mit Installation. Ihr seht hier einen Bildschirm hängen zum Beispiel und so weiter und so fort. Jetzt soll es aber um den Tonor K20 Bluetooth-Lautsprecher inklusive Karaoke-Maschine gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, machen wir ein kurzes Unboxing, würde ich sagen. Nein, einen Lieferumfang machen wir natürlich neben der Box, zu dem wir natürlich gleich kommen. War natürlich ein bisschen Zubehör dabei. Wir haben hier zum Beispiel ein 3,5 mm auf 3,5 mm Klinkenkabel. Das braucht ihr, um halt externe Geräte, wie jetzt ein Smartphone mit Klinkenanschluss oder ein Tablet oder so weiter, an die Box anzuschließen. Dann haben wir ein Klinke auf Cinch, auch dieses kann man benutzen, um zum Beispiel ein externes Abspielgerät wie ein CD-Player oder DVD-Player, wenn man sowas noch besitzt, dann auch an die Box hier anzuschließen. Ja, des Weiteren natürlich ein Netzstecker, da könnt ihr die Box dauerhaft mit Strom versorgen oder den integrierten Akku, zu dem wir natürlich auch noch kommen, aufladen und somit dann halt unabhängig von einer Stromquelle den Lautsprecher dann nutzen könnt. Ihr müsst meine Stimme, das nochmal ein kleines bisschen dazu, meine Stimme ein bisschen entschuldigen. Ich war erkältet. Jetzt geht's langsam wieder und ich möchte euch natürlich mit Videos weiterhin versorgen. Was war noch dabei? Eine Bedienungsanleitung natürlich. Da kann man alles nachlesen, wie man den K20 einstellen kann, was man einstellen kann. Aber wir kommen, wie gesagt, dann im Laufe des Videos auch dazu. Des Weiteren für Karaoke natürlich ganz wichtig sind zwei Mikrofone dabei. Hier mit Popschutz sogar obendrauf. Ich fühlte mich so ein bisschen beim Testen wie so ein Reporter vom ZDF. Hallo, hallo und so. Also ganz lustig, hier wackelt so ein bisschen was. Das im Einzelnen nochmal, natürlich gehe ich darauf ein. Aber das war auf jeden Fall auch dabei. Und nochmal ein zusätzlicher Popschutz, der hier jetzt, ich kann es auch mal in die Kamera hier halten, der hier auch noch in der kleinen Tasche hier dabei ist. Sind sogar nochmal zwei dabei, wenn die eigentliche Popschutz dann halt mal kaputt gehen. Ja, das war so der Lieferumfang. Ich lege es euch nochmal hier so ein bisschen hin. Dann könnt ihr nochmal schauen, was auch noch dabei ist. Und das finde ich ganz cool eigentlich. Eine kleine Fernbedienung, damit man nicht immer unbedingt aufstehen muss, wenn man das Teil hier bedienen möchte. Ja, dann kommen wir zu dem eigentlichen, Bluetooth-Lautsprecher, Karaoke-Box, wie ihr auch immer das Teil jetzt halt nennen wollt. Es ist eine Karaoke-Box, ihr könnt einiges damit machen, das ist ganz klar. Ich hole das mal so ein bisschen näher, um dann euch auch mal in dieser Einstellung hier genau zu zeigen, welche Knöpfe und welche Anschlüsse wir hier bei dem K20 haben. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ich bin noch ein bisschen am Rumprobieren, wie die Einstellungen am besten hier in dem neuen Studio passen. Also ihr könnt es gerne auch unten in die Kommentare schreiben, ob euch das alles so gefallen hat oder auch Vorschläge, wie man das vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Fangen wir von links nach rechts an. Wir haben hier eine Aufnahme von Speicherkarten, hier Micro-SD-Karten. Ich mache es hier von oben, dann stört mein Arm nicht so wirklich. Dann haben wir einen USB-Anschluss. Also hier könnt ihr einfach Sticks mit MP3 reinstecken und dann das hier über die Box abspielen. Hier ist der Anschluss für das Netzteil. Dann hier ein AUX-Anschluss, also wie erwähnt, könnt ihr hier zum Beispiel Tablets oder Smartphones oder andere Geräte wie Laptops mit dem Klinkenkabel, mit dem mitgelieferten Klinkenkabel, wo ist es? Hier ist es, dann anschließen. Dann haben wir hier On und Off von der LED-Kontrolle, kommen wir gleich dazu. Ihr seht hier oben schon so ein bisschen was und hier vorne ist auch noch was. Dann hier ein Mikrofonanschluss, also ihr könnt hier mit dem, ich weiß gar nicht, was es ist, 7 mm,
keine Ahnung, ich blende euch ein, wie groß der große Klinkenanschluss ist, könnt ihr noch ein Mikrofon quasi anschließen, ein externes Mikrofon, wenn ihr kabelgebundene Mikrofone lieber mögt, wie hier so Funkmikrofone. Dann ist aber auch wichtig zu sagen, ihr könnt hier leider keine Gitarre anschließen. Das habe ich schon mal gelesen. Ich habe jetzt keine Gitarre, wo ich das ausprobieren könnte. Ihr könnt aber hier leider keine Gitarre anschließen. Ihr habt hier verschiedene Drehregler. Das könnt ihr jetzt ganz schlecht erkennen. Ich mache dann nochmal so eine Nahaufnahme. Hier habt ihr die Lautstärke von den Mikrofonen, die mitgelieferten, könnt ihr hier einstellen. Dann habt ihr hier ganz cool so ein bisschen die Stärke eines Echo-Effekts zum Einstellen. Bei einer Karaoke-Maschine natürlich voll cool. Dann der Bass, die Höhen und hier nochmal die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Hier unten haben wir dann den On- und Off-Knopf. Fangen wir bei den Knöpfen von links nach rechts an. Hier der Input-Knopf, also da die verschiedenen Quellen auszuwählen. Bluetooth kann das Ding natürlich auch, aber dann halt auch die AUX-Schnittstelle oder USB-Schnittstelle oder Speicherkarten-Schnittstelle könnt ihr da einstellen. Hier ein Aufnahmeknopf, da könnt ihr euer Gesang oder das, was ihr sprechen wollt, aufnehmen. Dann hier wieder abspielen. Hier letztes Lied, hier Play Pause, hier dann halt das nächste Lied. Hier der Anschaltknopf, ich drücke es mal drauf, ich habe den Akku geladen und ihr könnt schon erkennen, hier vorne alles schön mit LED und hier oben eine kleine Disco-Kugel. Jetzt leuchtet mein Himmel hier auch ganz cool, es sieht wirklich nice aus. Also das sind so die Funktionen oder die Funktionstasten, die an dem K20 von Tonor verbaut sind. Dann hier oben, wie gesagt, die Disco-Kugel, die ist auch so ein bisschen, ihr hört es oder ihr seht es, wenn ich hier drauf klopfe, die ist ein bisschen tongesteuert. Also wenn ihr Musik abspielt, dreht die sich so ein bisschen halt im Ton mit. Wenn ich hier oben schon mal drauf klopfe, wie gesagt, passiert ein bisschen was. Genauso dann halt auch hier unten bei dem kompletten LED-Beleuchtung des Lautsprechergitters. Kommen wir nochmal kurz zur Box. Die Maße, die haben wir hier 30,5 auf 30,5 cm und wir haben eine Höhe von 50,8 cm und das Ganze wiegt 9,1 Kilogramm. Ja, ist etwas Gewicht, aber das muss auch natürlich sein für so eine Box. Die muss ja auch ein bisschen was ja, darstellen und auch ein bisschen was herbringen. Dafür, dass das so schwer ist, haben wir aber hier wie so ein Trolley-Griff und unten sind dann noch Räder dran. Wie gesagt, ich zeige euch das nochmal in der Naheinstellung. Unten sind Räder dran, dann könnt ihr denn die Box hier wie so ein Trolley hinter euch herziehen. Mit im Lieferumfang ist auch noch eine ja, Smartphone- oder Tablet-Halterung, hier so eine Spangenhalterung, die ihr an dem Griff, welche hier zum Ziehen ist, dann noch dran montieren könnt, um dann halt einfach das Tablet oder das Smartphone dann halt zu befestigen, dass ihr das nicht immer irgendwie so dann halt in der Hand habt. Wirklich ganz cool gemacht, zeige ich euch alles nochmal in der Naheinstellung. Aber ihr seht es hier auf der Kamera, hier die Halterung, die könnt ihr auch noch ein bisschen drehen. Da könnt ihr, wie gesagt, ein Smartphone oder ein Tablet dann mit einspannen und müsst ihr nicht die ganze Zeit dann festhalten. Ja, kommen wir zu der Leistung des Lautsprechers. Wir haben hier 250 Watt Ausgangsleistung. Wir haben 2x3 Zoll Hochtöner und einmal ein 8 Zoll Subwoofer in einem Holzgehäuse. Das wirkt sehr gut. Umso mehr kommt der Bass natürlich zur Geltung. Natürlich hier angesprochen die dynamische Lichtershow. Ihr seht, ich drücke hier drauf und es passiert schon ein bisschen was. Also das ist Musik gesteuert oder halt Geräusch gesteuert. Das gehört natürlich auch richtig dazu. Wir haben, wie gesagt, die Schnittstellen Bluetooth, USB, SD-Karte, Mic und AUX. Also ihr habt wirklich die Breite an Verbindungsmöglichkeiten. Kommen wir zu den Mikrofonen und da mache ich doch mal eins an. Ich muss ein bisschen weggehen. Natürlich ist das nichts. Natürlich ist die Qualität der Mikrofone, ich bin ein bisschen laut jetzt hier, ich hoffe ihr könnt es hören, mit meinem anderen Mikrofon ist das natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber ihr hört vielleicht den Ton aus der Box auch noch, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja nicht ganz so die Profi-Qualität, was die Box hier hergibt, was die Mikrofonqualität angeht. Ihr hört, das ist eine Karaoke-Maschine natürlich hier für den Heimgebrauch. Damit würde ich jetzt nicht
persönlich eine Hochzeit oder was anderes befeuern. Aber so für den Heimgebrauch, für ein bisschen Spaß zu haben mit euren Freunden, ist das auf jeden Fall ein bisschen was wert. Ja, und dann mache ich das jetzt einfach mal wieder aus und wir hören uns einfach mal ein bisschen Musik an. Ich glaube, der Lautsprecher hat doch ein bisschen mehr zu bieten, wie jetzt hier die Mikrofone. Ich will jetzt sagen, sie sind von minder Qualität, aber sie könnten doch ein wenig besser sein. Ja, die Mikrofone übrigens werden mit Batterie betrieben. Da habt ihr die 3xA, 2xA, ich muss immer gucken, ihr habt die 2xA Batterien hier verbaut, zwei Stück jeweils. Und die Reichweite der Mikrofone soll so circa 30 Meter betragen. Ich wäre dann ein bisschen vorsichtig, was die Aussage hier von dem Hersteller betrifft. Aber das ist ja auch okay. Wenn es 20 Meter sind, ist es auch vollkommen okay. Wie gesagt, also ich persönlich würde da keine größere Party damit befeuern. Zumindest nicht mit den Mikrofonen. Wenn man nur ein bisschen Musik abspielen will, da bin ich dabei. Das werden wir jetzt uns gleich anhören. Wir nehmen die Mikrofone mal weg. Und dann würden wir hier mal Input drücken. Wir sind bei AUX. Jetzt habt ihr Bluetooth. Dann verbinde ich mal mein Smartphone ganz schnell. Und dann schauen wir mal, was wir da drüber Cooles abspielen können. So, Tonor K20. Wir verbinden uns per... Jawohl, also auch da ein kleines Tonsignal, dass die Verbindung besteht. Jetzt suche ich uns mal was raus, was wir uns anhören. Ganz kurz. Hier, ich habe eine Playlist gemacht mit natürlich No Copyright Musik. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir uns anhören. So, dann wollen wir mal aufdrehen. Smartphone ist jetzt auf voller Lautstärke. Seht ihr, das Licht geht voll ab. Dann lassen wir das mal sein.
Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare, wie euch die Box gefällt. Natürlich über mein Mikrofon könnt ihr hier auch noch ein bisschen der hallige Raum die Soundqualität nicht unbedingt bewerten. Also ich sage euch mal meine Einschätzung. Ich habe das natürlich auch unabhängig von diesem Studio hier mal mir angehört in einem ganz normalen Wohnzimmer und so weiter. Ja, also der Ton ist natürlich nicht der beste. Davon kann man ausgehen, aber er reicht, um eine Grillparty oder so weiter zu befeuern. Vorne, ihr seht es die ganze Zeit hier, die Lichtershow ist schon ganz cool. Ebenso die Disco-Kugel, die finde ich jetzt ja ein kleines bisschen übertrieben. Also da hätte auch ohne die Disco-Kugel der Lautsprecher sein können. Und sie hätten ein bisschen mehr in die Tonqualität reinfließen lassen können. Der Lautsprecher übrigens kostet bei Amazon zum Beispiel, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, 239 Euro UVP. Ich muss nochmal gucken. Im Moment ist er im Angebot für 195 Euro. Also von dem Lieferumfang, was hier alles dabei ist, sprich die zwei Mikrofone, sprich dann halt auch die ganzen Fernbedienungen und so weiter, die Tablet-Halterung, die wirklich eine sehr gute Idee ist, oder auch Smartphone-Halterung und die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Ja, ich will nicht sagen, man kann den Preis so stehen lassen, das will ich jetzt nicht sagen. Also um die 150 Euro würde da auch gut tun bei diesem Lautsprecher. Aber ich wollte euch das Teil mal zeigen und vor allem habe ich Tono versprochen, ein Video darüber zu machen. Aber ich darf meine Meinung ja ganz offen und ehrlich darüber auch sagen. Also mit den Mikrofonen bin ich überhaupt nicht d'accord. Die knacksen, wenn man sie anfasst, das hört man dann in den Lautsprechern und so weiter. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Da könnte die Qualität durchaus richtig mal angehoben werden. Der Lautsprecher selbst mit bisschen der LED-Beleuchtung ist ganz cool. Jeder muss jetzt entscheiden, ob ich sag mal, die 195 Euro im Angebot dann wirklich für jeden ausreichend sind, von der Qualität her. Natürlich hier auch der Griff und so weiter, das ist alles wirklich toll umgesetzt, ist robust. Ihr habt rechts und links noch zwei Griffe zum Halten und so weiter. Die Verarbeitung, wie gesagt, und die Anschlussmöglichkeiten vor allem sind top. Lautsprecher geht so, Mikrofone geht gar nicht. Und dementsprechend soll es das jetzt aber auch gewesen sein über den Tonor K20 Lautsprecher Karaoke Box. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann kann ich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.